Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik. Und ihr seht schon, ich habe Verstärkung mitgebracht. Und zwar den Marvin Dahler aus Reutlingen, Tübingen. Marvin, servus. Servus, grüß dich. Marvin ist ein super Rückenschwimmer, Jahrgang 2001. Aktuell deutscher Jahrgangsmeister über 50 Rücken. Deutscher Vizemeister über 100 Rücken. Und ich habe ihn mal gefragt, was ihn eigentlich so schnell macht im Rückenschwimmer oder was halt sein Geheimrezept ist. Und die Übungen will er euch jetzt heute mal im Video vorstellen. Marvin, was sind die Übungen? Was machen wir jetzt genau? Also beim Rückenschwimmen ist ähnlich wie beim Kraulschwimmen. Die Schulterrotation extrem wichtig. Ich würde sogar fast sagen, noch ein bisschen wichtiger. Und eben, was ich halt größtenteils mit trainiere, zum Beispiel einerseits einarmig schwimmen, das ist eine relativ simple Übung. Kann man aber eben sehr übertrieben die Schulterrotation trainieren. Und auf der anderen Seite, die zweite Übung ist ein bisschen komplexer, weil man da noch eine koordinative Übung mit eingebaut hat. Genau, das heißt, wir schwimmen einmal jetzt eher Abschlagschwimmen, immer wenn der Arm unten liegt, also Ruhearm unten und immer extrem beim Armzug auf die Schulter achten, oder? Ja. Und danach, nach einer Bahn oder nach einer halben Bahn, wechseln wir die Seite. Genau. Und Übung 2 wäre eigentlich eher ein Abschlagschwimmen dann in Strecklage. Und wobei wir dann, also wenn ich richtig verstehe, einfach in der Position einmal Schulter antippen und danach weiter. Okay. Im Prinzip Abschlag über dem Kopf. Genau. Ja, dann schwimmen wir jetzt einfach mal parallel die 25 Meter hoch. Also, machen wir Übung 1. Ja, Übung 1 Abschlag. Wichtig, kontinuierlicher Beinschlag und Kopf ruhig halten. Und für Anfänger am besten erstmal mit Flossen. So, dann kommen wir jetzt eigentlich zur zweiten Übung. Marvin, wobei muss man da jetzt nochmal Wert drauf legen? Also da merkt man jetzt extrem, dass man kontinuierlich einen Beinschlag machen muss, um überhaupt die Wasserlage halten zu können, wenn man eben über dem Kopf arbeitet. Und eben, da werden auch schon koordinative Fähigkeiten ziemlich gefordert. Deswegen gerade für Anfänger wirklich wichtig, mit Flossen zu trainieren am Anfang, dass man wirklich die Wasserlage wirklich ohne Flossen halten kann. Alles klar. Ja, genau. Wir schwimmen jetzt einfach nochmal zusammen. Oder? Ja, Marvin kommt mal vor und ich bin hinterher. So. Also, für euch Leute, zwei mega geile Übungen, die wir so auf dem Kanal auch noch gar nicht gemacht haben. Probiert es zu Hause auch aus und vielleicht kennt ihr die Übungen auch schon, aber Gefühl her eigentlich mega cool und ich bedanke mich richtig herzlich bei dir, dass du mir die Übung gezeigt hast. Sehr gerne. Und auch für die Zuschauer und wünsche dir noch viel Erfolg hier. Dankeschön. Weißt, wir sehen uns ja in der einen oder anderen Staffel auch. Ja. Und ja Leute, danke euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns bald wieder im nächsten Technik-Video. Macht's gut, euer Dominik mit Marvin. Ciao, ciao. Ciao.